Hallo und grüß euch. Das erste Mal eine Wettkampfbesprechung online bzw. über soziale Medien und Facebook und was wir alles kennen. Aufgrund ganz besonderer Umstände. Wir haben seit mehreren Monaten ziemlich krasse Situation da in Österreich. Wir haben uns dazu durchgerungen, trotz dieser Situation einen Wettkampf zu veranstalten. Freuen uns, dass ihr euch dazu entschlossen habt, mitzumachen und hoffen, dass ihr die nächsten Tage die gleiche Flexibilität aufweist, wie wir es als Veranstalter machen. Zu meiner Rechten möchte ich begrüßen die Renate Freisinger, Chief Technical Official oder auch Chefkampfrichter für den Samstag, für die Nachwuchsbewerbe und für die Staatsmeisterschaft. Zu meiner Linken den Werner Michalecker, technischen Delegierten und Covid-19-Beauftragten. Ich selbst bin der Keller Bernd, Renndirektor, Rennleiter und Wettkampfleiter von dem gesamten Wochenende. Grundsätzlich, wir haben ein sehr strenges Covid-19-Präventionskonzept erstellt, das uns die Möglichkeit gibt, alle, die bei uns an den Start gehen, nachzuverfolgen. Daher haben wir auch einen sogenannten Race-Korridor geschaffen. Dieser Race-Korridor, ihr seht ihn im Bild, setzt voraus, dass wir da drinnen nur die Leute haben, die akkreditiert sind. Das heißt, all jene, von denen wir Adressen haben, von denen wir Telefonnummern haben und Namen haben. Sollte es zu einem Spreader kommen, sollte es dazu kommen, dass jemand infiziert ist, können wir alle, die in dem Race-Korridor sind, dementsprechend informieren. Grundsätzlich bitten wir euch, rechtzeitig anzureisen. Ihr werdet bei der Akkreditierung ein grünes Wristband bekommen. Wenn möglich, kommt bereits am Freitagnachmittag zwischen 16 und 20 Uhr, habt ihr die Möglichkeit, euch zu akkreditieren, eure Startunterlagen abzuholen. Und dieses grüne Wristband ist also nur für den Race-Korridor am Samstagnachmittag gültig. Das Wettkampfbüro ist ebenfalls im Race-Korridor. Ihr bekommt dort die Startunterlagen inklusive der Finisher-Medaillen. Das ist alles bereits in einer Tasche fix und fertig. Daher bitte merkt euch die Startnummer. Wenn ihr hinkommt, sagt eure Startnummer und ihr bekommt eure Startsackerl. Die Startnummer wird dann in weiterer Folge auf der Startliste ersichtlich sein. Ihr habt eine weiße Startnummer zum Umbinden. Bitte nehmt einen Startnummergurt mit, auch wenn es heutzutage eher unüblich ist, schon bei der Sprintmeisterschaft mit Startnummer zu starten. Es ist bei uns so. Wer keinen Leihjeep vorbestellt hat, der bekommt auch keinen mehr. Es gibt nur Leihjeeps, die vorbestellt worden sind, beziehungsweise eigene Leihjeeps. Wir haben keinen Aushang von Streckenplänen oder Startlisten etc. Wir haben QR-Codes zum Scannen. Daher bereitet bitte euer Telefon so vor, dass ihr diese QR-Codes scannen könnt. Der Check-in, wir haben einen sehr großen Check, eine sehr große Wechselzone. Der Check-in ist zu beachten, dass also der Eingang nicht gleich der Ausgang ist. Das ist im Grunde genommen ein Einbahnsystem. Beachtet bitte eure Check-in-Zeiten. Am Zeitplan ersichtlich, zu welchen Zeiten ihr einchecken könnt und wann der Check-in zu Ende ist. Bitte beachtet die Wechselzone ganz genau. Es gibt also einen gemeinsamen Eingang Swim and Bike, Entry Swim and Bike, am Plan ersichtlich. Genauso gibt es einen Exit Bike and Run, ebenso am Plan ersichtlich. Prägt euch das ein, ihr verliert oft sehr viel Zeit in der Wechselzone. Wir haben zwar Personal in der Wechselzone, die euch unterstützen, aber können euch nicht zu 100% immer die Wege weisen. Der Start erfolgt pünktlich gemäß Zeitplan. Wir haben also einen Vorstartbereich und der Start erfolgt in drei Wellen, gemäß der Starterliste. Das Einschwimmen ist möglich links vom Startbereich, ihr seht es am Bild, bis 15 Minuten vor dem geplanten Start. Die Startreihenfolge ist also im Vorstartbereich einzuhalten. Ihr habt einen Vorstartbereich und müsst euch dementsprechend aufstellen, bitte 1 Meter Abstand halten, ganz wichtig, und gemäß eurer Startreihenfolge aufstellen. Wenn jemand nicht am Start ist, dann bitte diesen Platz dementsprechend freihalten. Das Schwimmen.
Die Wassertemperatur wird am Vortag durch den technischen Delegierten gemessen. Das heißt, am Freitagabend, Freitag 19 Uhr bereits, werden wir die Wassertemperatur über unsere sozialen Medien bekannt geben bzw. auf unserer Website veröffentlichen, sodass ihr auch wisst, ich brauche einen Neo oder ich brauche keinen Neo. Die Badekappen. Ihr habt, wenn ihr in der ersten Welle seid, eine blaue Badekappe, wenn ihr in der zweiten Welle seid, eine weiße Badekappe und in der dritten Welle eine grüne Badekappe. Der Start erfolgt im 10-Sekunden-Abstand. Ihr habt eine digitale Uhr, die nebenbei mitläuft, die von 10 rückwärts zählt. Die Zeitnehmung erfolgt, sobald ihr über die Matte lauft. Ja, sobald ihr über die Matte lauft, nicht wenn ihr ins Wasser springt, sobald ihr über die Matte geht, erfolgt die Zeitnehmung. Dann erfolgt ein Sprungstart. Ihr startet über ein Ponton, ob sie einen Köpfler macht, ob sie einen Bauchfleck macht, eine Kerzen oder eine A-Bombe, völlig wurscht. Hauptsache, ihr kommt ins Wasser, schwimmt flott weg. Beim Schwimmen selbst, Abstand halten, 1 Meter von Kopf zu Kopf, so ist die Regelung. Überholen bei der Boje bitte nicht. Wenn vorbeischwimmen, dann mit 1 Meter Abstand. Ihr schwimmt eine Runde, a 750 Meter. Es sind 2 rosarote Bojen, die mit der rechten Schulter umschwommen werden. Ihr seht es hier am Bild, eine große Runde zu schwimmen. Nach Ende dieser Runde lauft sie in die Wechselzone. Bitte beachtet, wenn ihr unser Gelände nicht kennt, dass der Weg in die Wechselzone richtig zart ist. Es geht bergauf, es sind ca. 150 Meter zu laufen. Wenn sie in die Wechselzone kommt, habt ihr Wechselboxen. In diesen Wechselboxen ist also alles zu verstauen, was ihr vom Schwimmen ablegt. Dazu wird dann die Renate noch einige Punkte sagen. Ihr habt keine Körperstartnummer, sondern ihr habt, wie erwähnt, eine Papierstartnummer, die zum Umbinden ist. Bitte nicht vergessen und das Rad erst nehmen, wenn der Helm geschlossen ist. Danach das Rad hinausschieben über die Mountline, nach der Mountline aufs Rad aufsteigen. Die Radrunde ist eine Runde a 19 Kilometer durch schöne Mostviertel. Ihr seht es hier am Bild. Es ist bei Kilometer 2 und bei Kilometer 9,5 eine sehr steile und sehr schnelle Abfahrt. Speziell die zweite Abfahrt bei Kilometer 9,5 ist wirklich tricky. Wir versuchen alles abzusperren, aber es kann passieren, dass Katzen rauslaufen, dass Tiere rauslaufen. Also bitte dementsprechend vorsichtig. Wir haben die gesamte Strecke zum Großteil verkehrsfrei. Trotz allem gilt also die Straßenverkehrsordnung. Wir haben auf den letzten 2 Kilometer eine kleine Änderung drinnen. Ihr seht es auch hier am Bild. Wir fahren also nicht am Ufer entlang, sondern wir fahren einen kleinen Schwenker durch das Ortsgebiet. Bitte beachten, es ist zu den letzten Jahren eine kleine Änderung. Wir haben aber alles dementsprechend markiert und abgesperrt. Wer sich die Strecke besichtigen will, die Markierungen sind bereits angebracht. Windschattenregel, Abstand halten 12 Meter. Dazu wird also die Renate im Anschluss einige Worte sagen, wie das genaue Reglement ist. Grundsätzlich kann ich euch sagen, es gibt also keine Labestation auf der Radstrecke. Wenn ihr einen Raddefekt habt, dann bitte nicht auf Bike Service warten, wir haben keins draußen. Ihr könnt anfangen zum Zurückschieben und mit Ende des Bewerbes fährt also unser Besenwagen durch und wird euch aufglauben. Aber wir haben grundsätzlich keinen Bike Service auf der Radstrecke. Nach der Radrunde kommt ihr zur Dismount Line. Auf der Dismount Line, vor der Dismount Line bitte absteigen, dann erst den Helm abnehmen, wenn das Rad am Wechselplatz verstaut ist, in den Wechselboxen wieder alles verstauen, die Startnummer nach hinten und ab auf die Laufstrecke. Der Lauf... Startnummer nach vorne. Startnummer nach vorne, danke. Startnummer nach vorne beim Laufen, selbstverständlich. Laufen sind 2 Runden. Wir haben eine ganz tolle Laufstrecke, die ist zu 50% unbefestigt. Schaut es euch im Vorfeld an. Sie ist relativ technisch anspruchsvoll zu laufen. Sie ist ebenfalls schon markiert und ihr könnt es jederzeit testen. Die Laufstrecke führt jedes Mal durch den Rest-Korridor. Ihr habt 2 Runden zu laufen, ihr kommt jedes Mal durch den Race-Korridor durch. Es gibt also hier das Bild, wo ihr seht, wo das Ziel eingeplant ist. Ihr kommt nach der zweiten Runde, lauft ihr durchs Ziel.
Wir haben am Ende der Runde eine Labestation. Auf der Labestation gibt es Wasser aus Bechern. Ihr müsst euch diese Becher selbst nehmen, sie werden nicht gereiht. Sie werden nicht gereicht, das ist also ein Self-Service. Selbstverständlich keine fremde Hilfe auf der gesamten Strecke erlaubt. Und die Penalty-Box laufen ist bei Kilometer 2, dieses Ohrwaschel, was man eingeblendet sieht. Wenn sie ins Ziel kommt, nach der zweiten Runde, kein Überholen im Zielkorridor. Zielverpflegung gibt im Ziel, gibt es original verpackte Kekse bzw. original verschlossenes Wasser aus Wildalp-Wasserflaschen. Nach dem Ziel bitte zügigen Checkout. Schaut bitte, dass die Rallen schnell aus der Wechselzone kommen. Wir haben leider keine Duschen zur Verfügung, dürfen wir auch nicht, gemäß Brevit-Verordnungen. Die Siegerehrung wird im Anschluss, nachdem der Letzte durchs Ziel gekommen ist, gemäß Zeitplan, am Wasser unten stattfinden, also am Ufer stattfinden, sodass auch die Zuschauer etwas sehen. Und für alle jene, die ums Preisgeld rittern, dieses Preisgeld wird nicht bar ausgezahlt, sondern es wird euch überwiesen. Ihr werdet von uns per E-Mail kontaktiert und ihr gebt uns dann eure Bankverbindung und das Geld wird überwiesen. So viel einmal von meiner Seite. Ich möchte jetzt die Renate bitten, die wichtigsten Punkte zu sagen, was also das Technische betrifft. Ja, danke Bernhard, vielen Dank. Einige Punkte ist er ja schon durchgegangen. Bereits beim Einchecken könnt ihr die Laufschuhe neben das Rad geben oder in die Box. Und die Radschuhe können am Rad sein oder in der Box. Der Helm kann am Lenker liegen oder darf in der Box sein. Generell ist es so, alles, was ich benutzt habe, muss nach der Benutzung in die Box getan werden. Wenn ich jetzt, wie gesagt, vom Schwimmen raufkomme in die Wechselzone, lege ich meine Badehaube und meine Schwimmbrille in die Box und habe den Helm geschlossen, am Kinnriemen geschlossen, bevor ich das Rad von meinem Wechselplatz nehme und mich auf die Radstrecke begebe. Ich schiebe das Rad über die Aufstiegslinie und erst dann darf ich auf mein Rad steigen. Wir haben ein Windschattenverbotsrennen, das heißt, ich muss 12 Meter Abstand zum Vordermann halten und wenn ich überholt werde, muss ich mich dann zurückfallen lassen und schauen, dass dieser Abstand wieder eingehalten wird. Am Ende der Radstrecke haben wir eine Penaltybox Rad. Also wenn ich die Windschattenregel breche und der DO, der sieht das, dann wird er mich mahnen und im Zweifelsfalle dann die blaue Karte zeigen. Er wird mich anpfeifen und ich bekomme zu verstehen, ich habe eine Windschattenregel gebrochen und ich habe dann selbstständig mich in dieser Penaltybox einzufinden und hier diese Strafe abzusetzen. Das ist eine Minute auf der Sprintdistanz. Hier sind auch Abstandsmarkierungen mit einem Meter am Boden vorhanden, sodass ich, wenn mehrere Athleten die Penaltybox gleichzeitig aufsuchen, den Abstand einhalten werde. Vor dem Zurückkommen in die Wechselzone die Abstiegslinie bitte nicht überfahren. Ich muss vorher von meinem Rad herunten sein. Ich begebe mich dann zu meinem Wechselplatz. Dann hänge ich das Rad an die Aufhängung und erst dann darf ich den Kinnriemen des Helmes öffnen und meinen Helm in die vorgesehene Box legen, Laufschuhe anziehen und mir auf die Laufstrecke geben. Die Startnummer haben wir vorher schon kurz erwähnt. Bitte die Startnummer beim Radfahren ist hinten zu tragen und beim Verlassen der Wechselzone zum Laufen muss ich sie nach vorne geben. Wir haben auf der Laufstrecke eine Labestation. Hier ist der Littering-Bereich markiert. Das heißt, in diesem Bereich darf ich mich entledigen von Gelriegeln, die ich selber mit habe, beziehungsweise von den Wasserbechern, die ich mir selber geholt habe und benutzt habe. Auf der ganzen Radstrecke gilt Littering-Verbot. Also es ist auch beim Laufen und beim Radfahren, Littering ist eine rote Karte und bedeutet Disqualifikation. Also bitte schaut darauf, dass ihr keine fremde Hilfe von außen nehmt, sei es ihr habt einen Raddefekt oder ihr benötigt was, ihr habt euch selber darum zu kümmern, dass ihr die Kette wieder reinbringt und bitte auch nichts wegwerfen auf der Strecke. Beim Laufen gibt es dann noch, bei jeder Laufrunde kommt man an der Penaltybox vorbei. Falls jemand ein Vergehen auf der Lauf- oder Schwimmstrecke hat, kann er hier die Penalty von 10 Sekunden absetzen. Ja. Dann, ich glaube, das war es von meiner Seite. Mache ich die Ergänzungen noch? Genau. Genau.
Vielleicht ergänzend zur Renate, es ist auch möglich, in der Wechselzone eine gelbe Karte zu bekommen und auch die ist dann auf der Laufpenaltybox abzusitzen quasi oder abzustehen in dem Fall, weil 10 Sekunden wird man sich nicht niedersetzen dabei. Ja, was gibt es allgemein noch zu sagen? Die Protestzeit ist bei dem Rennen bis 19 Uhr. Das heißt also, es gibt nicht die halbe Stunde nach Aushang des Ergebnisses, weil wir werden das Ergebnis nicht offiziell aushängen. Wir werden das Ergebnis nur veröffentlichen und darum haben wir die Protestzeit bis 19 Uhr verlängert. Die Abstände gemäß Covid-19-Präventionskonzept 1 Meter sind sowohl vorm Eingang in den Vorstartbereich bzw. im Vorstartbereich bitte immer einzuhalten. Im Vorstartbereich ist es relativ einfach, dort sind die 1 Meter Abstände markiert und ihr könnt es dort ganz einfach einhalten, davor bitte selbst darauf achten. Weiters ist darauf zu achten, möglichst wenige Begleitpersonen zur Veranstaltung mitzubringen, damit wir möglichst wenige Zuschauer haben. Ich weiß, das ist jetzt nicht im Sinne des Veranstalters und der Bernd, der schaut mir ein bisschen schlimm an von der Seite, aber es hilft nichts. Wir wollen keine Massen an Zuschauern an der Strecke haben. Wenn, dann bitte auch wieder die 1 Meter Abstandsregel einhalten. Wir haben bezüglich der Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz noch 2 Punkte zu ergänzen, die jetzt den technischen Bereich bezüglich der Ausrüstung betrifft. Einerseits geht es um die Räder. Es dürfen trotz Windschattenverbot nur klassische Rennräder mit Aufleger, die maximal bis zu den Bremshebeln reichen, verwendet werden, beziehungsweise bei den Laufrädern, die müssen mindestens 16 Speichen aufweisen. Bei den Anzügen ist es auch so, dass wir entgegen dem Reglement bei den Staatsmeisterschaften diesmal Anzüge verwenden dürfen, die auch bis zu den Ellbogen gehen und sie dürfen über die Schulter hinausreichen. Solltet ihr zu den Fragen technischer Natur noch irgendwas haben, dann bitte per E-Mail an die technik@triathlon-austria.at. Gut, dann bleibt mir noch abzuschließen. Wir haben ein Live-Timing vor Ort. Pentec-Timing ist unsere Zeitnehmung. Ihr könnt also über Live-Timing jederzeit das Ergebnis sehen, beziehungsweise die Zuschauer können jederzeit per Live-Timing die Zwischenzeiten abrufen. Weil wir gerade die Zuschauer angesprochen haben, wir sind überhaupt nicht erpicht, viele Zuschauer zu bekommen. Wir bieten keine Verpflegung an diesmal, weil wir auch nicht fördern wollen, dass sehr viele Zuschauer kommen. Es gibt zwar Getränke auf der Strecke, aber bitte ein Hinweis für die Zuschauer. Die Startreihenfolge erfolgt gemäß eurer gemeldeten Schwimmzeit in diesen 3 Blöcken, wobei die Top 22 männlichen Athleten und die Top 12 weiblichen Athleten gemäß ITU-Reihung werden gelost. Diese Losung, ihr seht ja dann in dem weiteren Video, in welcher Reihenfolge diese Athleten gelost wurden. Mir bleibt jetzt noch zu sagen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bitte setzt es um, was wir gesagt haben. Reist bitte rechtzeitig an. Wer uns kennt, weiß, dass wir so ein sehr strenges und straffes Zeitkorsett haben und das auch gnadenlos einhalten. 2 Minuten zu spät ist 2 Minuten zu spät. Und gerade heuer werden wir das also sehr, sehr rigoros durchsetzen. Wir wünschen euch noch weitere gute Trainingstage, eine gute Anreise und freuen uns auf den 25. Juli. Ciao. Tschüss und bleibt gesund, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Ne? Ja, genau. Wir freuen uns auf ihn.